ist hier einfach mal volle Kanne eingebrochen. Oh, wie hübsch. Ich mag die glänzende Sonne. Nu, mach noch mehr kaputt. Die ist hier schon volle Kanne reingekracht und hat das Dach demoliert. Und dann klaut die auch noch. Das ist das zweite Loch, das ich der Hütte verpasst habe. Ja, sag ich doch gerade. Oh, man kann zurückklettern. Man kann jetzt zwischen den zwei Punkten hin und her klettern, okay. Aber der Lightbeard steckt jetzt ganz oben fest, oder? Der kommt nicht mehr runter. Oder vielleicht, wenn er einfach runterspringt, dann würden ihn diese Vögel halt retten, ne? Schätze ich mal. So, warum bist denn du so verängstigt? Ich bin doch nur ein kleines, dünnes Mädchen. Hi. Hör zu, es tut mir leid. Ich habe nicht gewusst, dass ihr Gefühle habt, okay? Was? Gefühle? Ich habe tatsächlich Gefühle. Du hast mich aber nicht verletzt. Du warst die alte Fichte. Oder vielleicht... Hey, wer bist du? Ich bin Vella. Und wer bist du? Ich bin Curtis. Entschuldige, ich dachte, du wärst ein Baum. Ein Baum? Hat der Angst vor Bäumen angegriffen zu werden? Ich dachte, der ist ein Holzfäller. Hast du schon immer mit den Bäumen geredet, Curtis? Nein. Sie haben erst vor kurzem angefangen zu sprechen. Wie kann ich Bäume fällen, wenn sie mich anschreien? Vielleicht solltest du dann keine Bäume fällen. Naja, aber von irgendwas musste man doch leben, oder? Vielleicht solltest du dann keine Bäume fällen. Aber ich bin ein Holzarbeiter. Wenn ich keine Bäume fällen kann, woher soll ich dann mein Holz bekommen? Was schreien sie denn? Alle möglichen persönlichen Beleidigungen. Also wirklich völlig unzumutbares Zeug. Es ist ziemlich echt hart, aber das Schlimmste ist, ich habe kein Holz, um Sachen zu bauen. Okay. Und warum hast du deine Fenster vernagelt und deinen Kamin vernagelt? Wie vernagelt man eigentlich einen Kamin? Der hat doch jetzt Nägel in Steine reingedonnert. Was? Guckt euch das mal an, der hat die Nägel in den Stein reingehauen. Du bist also ein Holzhandwerker. Was? Kannst du mir etwas bauen? Was denn? Oh, eine Waffe, um Mock Chotra zu töten. Eine Waffe, um Mock Chotra zu töten? Der Kerl ist echt ärgerlich, aber ich glaube nicht, dass ich etwas so Mächtiges anfertigen kann. Wie wäre es mit einem schönen dreibeinigen Stuhl? Ein Stuhl? Ja. Ja. Ich habe schon so lange keinen Stuhl mehr gemacht. Ich glaube, der steht auf Stühle. Ja, genau, das Feuer am Kamin, das ist... Das Feuer am Kamin. Das Holz am Kamin ist feuerfest, das weiß doch jeder. It's inflammable. Hör mal, wegen all der Unordnung oben. Oh, ist noch ein Baum auf mein Dach gekracht. Ja, krachen bei dir für gewöhnlich öfters Bäume auf dein Haus? Ja, genau. Ein Baum ist auf dein Dach gestürzt. Schon gut. Ich konnte hier sowieso etwas frische Luft gebrauchen. Bin hier nämlich schon ziemlich lange eingepfercht, weißt du? Mach's Fenster auf, Digga. Okay, baue mir einen Stuhl. Liebend gerne, wenn ich nur etwas Holz hätte. Wirst du mir helfen, Mock Chotra zu töten? Tut mir leid, lehne ich aus Gewissensgründen ab. Aber ich verwende meine Axt nicht. Du kannst sie gerne haben. Oh, meinst du, ich könnte damit Mock Chotra töten? Oh, also, nein. Ich glaube nicht, dass irgendwas Mock Chotra erledigen könnte. Bis später, Curtis. Hüte dich vor den Bäumen. Ja, aber wir versuchen es, ha? Wo ist die Axt da? Brauchst du diese Axt? Nicht, bis diese Bäume aufhören zu sprechen. Na gut, dann. Dankeschön. Was gibt's hier noch? Nichts weiter, oder? Doch, hier ist noch was. Hey, hier ist etwas Holz. Das Holz erfüllt an dieser Stelle eine lebenswichtige Sicherheitsfunktion. Und was genau? Hey, ich werde das Holz hier mit der Axt entfernen, okay? Nein, ich brauche das da, damit die Bäume nicht hineinkommen. Du verstehst das nicht. Der denkt, die Bäume kommen über den Kamin hinein? Ich sollte den Kerl erstmal näher kennenlernen, bevor ich seine Kunstwerke klaue.
Okay, ich gehe einfach, bevor der noch durchdreht Bitte und mich sag dem auffrisst. Gott nicht, dass ich hier bin, okay? Und wenn du den Hauptpfad erreichst, geh in Richtung Osten. In der anderen Richtung befindet sich eine äußerst territoriale Schlange. Okay. Kapiert. Eine Schlange. Warte mal, Osten? Oder war es Westen? Ah. Na toll. Keine Sorge, wir finden die Schlange. Ich hätte sie so oder so extra aufgesucht. Sie haben Post. Dieser Typ hat eine ganze Weile schon keine Post mehr bekommen. Warum steht es dann oben? Wenn das Ding oben steht, heißt es doch eigentlich, dass es Post gibt, oder? Dachte ich immer. Okay, welcher von euch Bäumen hat Curtis belästigt? Beziehungsweise... Die scheinen nicht sehr gesprächig zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das kann auch benutzt werden, um dem Postboten zu signalisieren, dass er Briefe mitnehmen soll. Quasi du steckst einen frankierten Brief in deinen eigenen Briefkasten, machst das Ding hoch, der Postbote kommt bei dir vorbei, hat gerade zufällig keine Post für dich, sieht aber, das Ding ist oben, also macht er es auf, nimmt den Brief und macht das Ding dann runter. Oder? Und wenn das Ding unten ist und er hat aber Post für dich und packt Post rein, dann macht er es auch hoch. Also quasi, wenn das Ding oben ist, ist das ein Signal für beide Parteien, guckt mal rein. So kenne ich das, glaube ich. Aber ihr könnt mich gerne aufklären, wenn das falsch ist. In Deutschland macht man das ja nicht so, aber bei den Amerikanern macht man das ja so. Oh! Der Baum redet ja wirklich. Der bewegt sich. Okay, jetzt verstehe ich, warum die Bäume ihm so viel Angst machen. Ich habe so ein Gefühl, als ob mir das noch leidtun wird. Mörderin! Axtschwingender Psychopath hier drüben! Du wächst noch all die anderen Bäume auf. Sie hat eine Axt! Lauf! Sie ist eine Mörderin! Okay, sieh mal, ich packe die Axt weg, okay? Aber hör bitte auf zu schreien! Ah! Mein Stamm! Ich verliere Harz! Mörderin! Sie hat dir doch bloß den Mund geöffnet, mehr nicht. Bitte hör auf zu schreien. Du kannst mich nicht zum Schweigen bringen. Ich werde den ganzen Wald aufwecken. Dann fackel ich dich halt ab. Ich bin hier wegen Curtis, dem Holzfäller. Dieser mordlustige Psychopath? Ich habe mal gesehen, wie er eine alte Dame zu Tode gehackt hat. Wow. Wirklich? Ja, eine 300 Jahre alte Fichte, immer auf dem grünen Zweig und dann kommt der da einfach an. Als ich sie das nächste Mal sah, war sie... Oh nein, mir wird schlecht, wenn ich nur daran denke. Sie war dann ein Tisch... Ne, ein Stuhl! Ein Stuhl. Heraus damit! Was hat Curtis der alten Fichte angetan? Er hat sie abgeschlachtet! Und einen... Stuhl! Stuhl! Meine Güte, ich glaube, mir ist da gerade ein bisschen was hochgekommen. Kotzt er dann Harz? Warum bist du so wütend? Ich kann nicht untätig herumstehen und zusehen, wie ihr harzrünstige Menschen meine Brüder abschlachtet. Harzrünstig. Das macht mich krank. Aber ihr seid Bäume. Bäume fällt man. Normal. Bist du ein magisches Wesen? Kannst du mir helfen, Mok Chotra zu töten? Denkt ihr Menschen auch an irgendetwas anderes als ans Töten? Ihr bringt mich wirklich zum Kotzen. Ja, also ich denke an zwei Sachen. Töten und dann essen. Also lebendig esse ich das Schwein nicht. Das muss schon vorher geschlachtet werden. Du hast da irgendwas in deinem Mundwinkel. Oh, das ist nur ein bisschen Harz. Dafür schäme ich mich nicht. Es ist dick und natürlich und ich habe viel davon in mir. Oh ja, das hast du. Also ich glaube, wir werden das Harz noch brauchen. Hey, kann ich etwas von deinem Harz haben? Du bist genau wie alle anderen. Du willst uns ausbluten und unsere dicken, leckeren und unglaublich nützlichen Säfte klauen. Wegen euch Menschen ist mir immer speiübel, aber nicht mit mir. Du wirst nicht in den Genuss meines Saftes kommen. Wir müssen ihm bestimmt irgendwas richtig Ekliges erzählen über Holzverarbeitung oder sowas und dann wird er Harz ausspucken.
auskotzen. Bloß ich weiß noch nicht, wofür wir überhaupt Harz brauchen. Ich habe noch nicht zuvor müssten wir erstmal herausfinden. Ich habe genug Äxte schwingende, mordlustige Menschen gesehen. Also, verzieh dich! Dann lass ich dich mal weiterschreien. Ja, bitte hau ab, bevor ich mich erbrechen muss. Du garstiger, wurzelloser Stummel! Komm, ich zeig dir mal eine Leiter. Ich habe eine Leiter in der Tasche. Ich wette, dass du davon mit Sicherheit kotzen musst. Ist sie aus Wolkenheim? Die verwenden nur natürlich abgefallene Zweige, die von ihren Vögeln eingesammelt wurden. Siehst du, man kann mit der Natur auch im Einklang leben, du unzivilisierter Mensch. Verflucht. Das heißt, wir müssen ihm irgendwas aus Holz zeigen, was ihm zum Kotzen bringt. Hatte der Holzfäller nicht so eine Holzkunst über dem Kamin stehen? Ich bin der Meinung, ich habe da was gesehen. Da rein, bitte. Das hier. Ich sollte den Kerl erstmal näher kennenlernen, bevor ich seine Kunstwerke klaue. Hi. Hey, Bella. Kannst du mir was bauen? Wegen dem Kunstwerk. Sag mal, wegen dem Kunstwerk. Ja. Was ist das? Was ist das? Naja, wie soll ich sagen? Es ist abstrakt. Etwa so wie ein Tongedicht. Klar. Ich finde, es erzeugt einen interessanten räumlichen Effekt zwischen dem Betrachter und dem Bild. Okay. Okay, und wo hast du es her? Wo hast du es her? Hab's einem merkwürdigen Mädchen aus Muschelhöhe abgekauft. Meinte, sie würde es verkaufen, um an Geld zu kommen, um wegzuziehen. Okay. Ja, aber wie rum stellt man es eigentlich auf? Woher weißt du, wie rum es gehört? Vielleicht, weil die Füße von dem kleinen Kerl nach unten zeigen müssen? Das sollen Füße sein? Bist du wegen seiner elitären Ausrichtung irritiert? Vermutlich wäre ich das, wenn ich tatsächlich nur ein oberflächliches Verständnis davon hätte. Kann ich das haben? Kann ich das haben? Auf keinen Fall, Mann, das Ding ist ein Klassiker. Ich mag es, es passt zu deiner Dekoration. Dekoration? Ich habe keine Dekoration. Kunst dient nicht zur Dekoration, Mann. Warum hast du es denn aufgehängt? Ich hatte es nur ironischerweise hier aufgehängt, aber um ehrlich zu sein, ich kann es nicht mehr sehen. Wenn es dir gefällt, nimm es. Wirklich? Okay. Erst sagt er auf keinen Fall und dann sagt er... klar. Hüte dich vor den Bäumen. Bloß weil wir uns ein bisschen über deine Hipster-Dekoration lustig gemacht haben. Okay, ich nehme das hier. Cool. Als ich so alt war wie du, hat mir dieses Zeug auch gefallen. Okay. Ich weiß bloß noch nicht, wozu wir das Harz überhaupt brauchen. Das Harz? Der Harz? Den Harz? Das Harz. Der Harz ist ein Gebirge. Nee. Erst sagt er, er gibt es nicht weg, weil es Kunst ist, und dann sagt er, er gibt es weg, weil wir es Dekoration genannt haben. Hipster halt. Muss man nicht verstehen. Ich verstehe bloß nicht, wozu wir Harz brauchen. Aber jetzt haben wir Harz. Ich habe hier ein Kunstwerk, das dir den Magen umdrehen wird. Ist es aus Holz? Also eigentlich habe ich dieses Material noch nie zuvor gesehen. Dann bezweifle ich, dass es mir aber den Magen verdreht, wie bei den Gräueltaten von deinem Holzfällerfreund. Oh, das ist kein Holz? Ich dachte, die oberen drei Stücke wären Holz. Dann halt nicht. Hallo, Muschelhöhe. Sieht aus, als hätte es Mok Chokra noch nicht bis hierher geschafft. Ein Paradies am Strand. Jetzt nach rechts. Oh, die richten gerade das Fest aus, hä? Oh, Treibholz. So geschmeidig. Diese Angelruten sind nutzlos. Alle Haken wurden gestohlen. Wenn ich mir diesen Bottich mit Fischködern ansehe, bin ich froh, dass ich in einem Bäckerdorf aufgewachsen bin. Ich hoffe nur, mein Bäckerdorf steht noch. Jetzt sachte anheben. Aber wir haben doch gerade ein Stück Holz gefunden. Sorry für das ständige Hin- und Hergerenne, aber ich glaube, jetzt klappt es. Holz. Schau dir das an. Holz, das nicht redet. Oh, und es ist so geschmeidig. Oh Mann. Ich kann den Stuhl schon spüren. Was? Oh. Was? Was? Oh, was für eine Erleichterung. Wem sagst du das? Ich kann den Stuhl schon spüren.
Danke, dass du mir geholfen hast, alles aus mir rauszuholen. Ich will, dass du ihn bekommst. Wirklich? Danke. Kein Problem. Ich verteile meine Stuhlexemplare immer wieder gerne. Die haben den Holzfäller nur eingebaut, weil die einen Stuhlexemplarwitz machen wollten. Ich weiß es ganz genau. Die wollten einfach nur einen Scheißwitz machen. Wer möchte ein Stuhlexemplar? Bitteschön, ein Stuhlexemplar von mir. Habe ich heute erst frisch gemacht. Ist noch ganz warm. Leute, warum? Vom Haus zum Baum ein Stuhlgang. Naja, ein dreibeiniger Hocker, aber es ist ja auch ein Stuhl, ne? Kannst dich draufsetzen. Es tut mir leid, dir das antun zu müssen, aber... Oh mein Gott, ist das verstümmeltes Baumfleisch? Also, Curtis fängt damit an, die äußere Holzschicht abzuziehen, um an das zarte Zeug darunter ranzukommen. Dann taucht er das ganze Ding in ein Säurebad. Bevor er mit den tiefen Schnitzarbeiten anfängt. Oh, das tut mir leid. Hatte ich das zu sehr getroffen? Du Monster! Wow, das wird von Sekunde zu Sekunde dickflüssiger. Starkes Zeug, Kleine. Sei vorsichtig damit. Aber was machen wir damit? Wow, das wird von Sekunde zu Sekunde dickflüssiger. Starkes Warum sollte Zeug, ich diese Kristallsonne versauen wollen? Damit. Ich mag das Kunstwerk vielleicht nicht, aber ruinieren will ich es auch. Ich will sie nicht mit dem Harz versauen. Ja, dann wie gesagt, keine Ahnung, warum wir das Harz überhaupt gebraucht haben. Also noch brauchen wir es nicht, aber wir finden schon noch irgendeine Verwendung dafür. Hauptsache, wir haben den Baum erstmal gequält. Und jetzt hinterher suchen wir eine Verwendung dafür. Damit machen wir umgedrehte Kuchen. Na, was bist denn du für einer? Der Bürgermeister oder was? Entschuldigung, Bürgermeister? Was? Bürgermeister? Was hast du eben gesagt? Also, du siehst halt aus wie ein Bürgermeister. Weil sie wie ein Bürgermeister aussehen. Ich muss gestehen, du bist nicht die Erste, die mir das sagt. Doch leider bin ich nur Maidenmal Marshall Dune, ein bescheidener Mann des Volkes. Sehr bescheiden. Aber nicht mehr lange. Oh, er plant einen Coup. Hey, wegen ihrem Eimerhut. Was? Was ist damit? Warum hast du einen Eimerhut? Kann ich ihn haben? Auf keinen Fall. Er ist fester Teil meiner zukünftigen Ausstattung als Bürgermeister. Sie wollen also Bürgermeister von Muschelhöhe werden? Meine Hoffnungen und Träume. Nur Sandburgen, zu nah gebaut an der zornigen See. Ich hatte große Hoffnungen, Kind. Aber dieses Baudebakel unter meiner Aufsicht hat sie alle weggespült. Was für ein Debakel? Und ja, wann kommt Mok Chotra? Wann soll Mok Chotra hier eintreffen? Es kann jederzeit soweit sein und es gibt noch so viel zu tun. Okay, ich möchte mitmachen. Ich muss beim Maidenmal mitmachen. Kind, so wie es aussieht, gibt es vielleicht gar kein Maidenmal. Dir fehlt außerdem der richtige Duft. Ach so, die Maiden aus Muschelhöhe oder wie auch immer das Ding heißt, sollen tatsächlich stinken? Oh, jetzt weiß ich, wozu wir den Eimer brauchen. Wir sollen den Eimer nehmen, zu dieser ekligen Brühe da unten gehen und uns das drüber kippen. Oh! Wollen Sie damit sagen, dass ich schlecht rieche? Aber Kind, nein! Du riechst nach Geburtstagstorte und flauschigen Wolken. Mit einem Hauch frischer Pinie. Aber das ist einfach nicht die Art Aroma, die den großen Fisch anzieht. Sprich mit deiner Großmutter. Ich bin sicher, sie hat ein Duftrezept, das sie mit dir teilen wird. Okay. Also die wollen wirklich, dass man stinkt. Haben Sie eben gesagt, es gibt vielleicht kein Maidenmal? Die See, sie ist wütend heute. Ich versuche, die Opferarena zu bauen, aber die Wellen spülen sie immer davon. Dann baust doch nicht im Wasser.
Es muss ein Maidenmahl geben. Ich muss Mok Chotra erlegen. Ja, ja. Wir alle wollen Mok Chotra verpflegen. Aber wenn er hierher kommt und keine Opferarena sieht, zieht er vielleicht einfach weiter. Oder noch Schlimmeres. Ja, warum baust du es dann so nah am Meer? Wieso bauen sie die Opferarena so nah am Meer? Weil da der Sand ist. Dem Jungen ist nicht mehr zu helfen. Hey, wegen ihrem Eimerhut. Was? Was ist damit? Zähler, schreibst du mich gerade an? Was gibt's denn? Ist es was Wichtiges? Der sieht schrecklich an ihnen aus. Der könnte sie die Wahlen kosten. Oh, bitte. Wem soll ich eher vertrauen? Meinem hochbezahlten Stylisten oder einem Mädchen in einem halben Kleid? Hey, wegen ihrem Eimerhut. Was? Was ist damit? Bitte. Kann ich ihn bitte haben? Ich mag deine Manieren, aber meinen Hut mag ich noch mehr. Hey, wegen ihrem Eimerhut. Was? Was ist damit? Macht sich toll an ihm. Sehr schick. Was? Schick? Aber ich bin ein Mann des Volkes. Ich werde diese Wahl nie gewinnen, wenn ich hochnäsig und elitär wirke. Hier, nimm mir das ab. Na also, es geht doch. Einfach alles durchprobieren. Morgen werde ich meinen Stylisten feuern. Ich überlasse sie besser wieder den Vorbereitungen. Ja, ja. Diese Maiden opfern sich schließlich nicht von selbst. Alles klar. Was ist das hier? Bauplan? Marshall Dune? Ach nee, das gehört doch noch zum Marshall. Ich überlasse sie besser wieder den Vorbereitungen. Ja, ja. Diese Maiden opfern sich schließlich nicht von selbst. Ne, doch, eigentlich schon. Also die machen es ja irgendwie alle freiwillig, dummerweise. Frag mich nicht warum, aber die wollen sich alle freiwillig opfern. Schneide dieses Band endlich durch. Genau, zeig's ihnen nicht, Maid. Das Band dient zu eurem Schutz. Die Arena ist immer noch nicht fertig. Okay. Also ich glaube, wir nehmen jetzt den Eimer und kippen das Zeug über uns drüber, was voll widerlich ist. Jetzt nach rechts. Ich hätte zwar gerne Fischköder, aber ich glaube nicht, dass es bei den ganzen Seemöwen klug wäre, ihn in einem offenen Behälter mitzuschleppen. Ach, Seemöwen. Hm, ja, okay. Dann quatschen wir mal mit diesen netten Damen oder gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Wir reden mal ein bisschen. Ist das dein Geheimgestank, um Mok Chopra anzulocken? Das ist die traditionelle Mischung meiner Großmutter aus Moschus-Pheromonen und Tierschweiß und ich teile das mit niemandem. Ich brauche es sowieso nicht. Papa sagt, ich verbreite den Geruch ganz natürlich. Das ist einfach voll eklig, dass die so stinken. So einen daheim. Damit machen wir umgedrehte Kuchen. Hi, macht ihr Maiden euch bereit für das Maidenmahl? Das sieht man doch wohl, oder? Ich will bei Maidenmahl mitmachen. Aber natürlich, du armes Ding. Muschelmaiden müssen sich aber zuerst lang... Ah, Harz in den Eimer. Unterziehen. Außerdem, das könnte klappen. Unsere Väter sind einflussreich. Außerdem, kann ich dir etwas sagen? Nur zwischen zwei Freundinnen. Oh mein Gott, ja! Nur zwischen zwei Freundinnen. Du riechst einfach nicht gut, Kleines. Oh, ich wünschte, ich hätte eine Freundin, die mir das sagen würde. Ja. Übrigens, Xela, ich habe mir gerade das Bild hier angeguckt. Gemeinheit, dass du so ein Soroa gefunden hast. Gratulation. Kann ich etwas von dem Parfum abhaben? Das ist kein Parfum. Das ist eine Lockmischung aus eigener Entwicklung, auch bekannt als Bestienköder. Morgs fahren voll drauf ab. Dann gib mir was davon. Kann ich ein bisschen was von deinem Bestienköder haben? Schon besser. Aber nein, kannst du nicht. Tut mir leid. Das ist ihr Geheimrezept. Wie wäre es mit nur einem klitzekleinen Spritzer? Ach, tut mir leid, wenn ich meiner besten Freundin Drusilla schon nichts abgebe, dann bekommst du bestimmt nichts. Ich sagte, ich will nichts davon. Ich verwende keine leistungssteigernden Mittel. Unglaublich, wie die aussehen, ey. Nette Kostüme. Danke, unsere Väter haben sie gemacht.
Sie sind die besten Fischer im Dorf und können ziemlich gute Köder bauen. Wir mussten jeden Haken im Dorf verwenden, aber das war's wert. Ach, deshalb haben die Angeln vorne keine Haken mehr, ne? Wird niemand diese Haken vermissen? Nicht so sehr, wie sie uns vermissen werden. Oh Mädchen, du bringst mich noch zum Weinen. Warum hört ihr nicht einfach mal auf, euch zu opfern, ihr Affen, ey? Ich verstehe es nicht. Hey Maiden, ich werde es Mock Chopra zeigen. Aha, nicht annähernd so sehr, wie ich es ihm zeigen werde. Mein Kostüm Was? Schlägt alles. Und ich stehe nur hier rum. Ach, nee, ich kann mit diesen hirngewaschenen Leuten einfach nicht reden. Ja, nervös darüber, dass Marshall Doon die Opferarena vielleicht nicht fertig bekommt, bevor Mock Chopra hier eintrifft. Ha, ich kann nicht glauben, dass unsere Väter so viel zu seiner Kampagne beigesteuert haben. Das Harz könnte vielleicht helfen, die Arena zu bauen, oder? Wenn man das Harz mit dem Sand vermischt, hilft das vielleicht, dass dann die Arena auch hält. Fragt ihr euch denn nie, ob es nicht einen anderen Weg gibt? Um das Dorf zu retten, meine ich. Na, so ist das immer schon gewesen. Ja, die haben sich schon vor langer Zeit darüber Gedanken gemacht, damit wir uns nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen. Bis später, Maiden. Ciao! Ja, zerbrecht euch mal nicht euren hässlichen Kopf. Nachzudenken kann ja auch nur wehtun, weißt du? Macht's lieber nicht. Nicht viel nachdenken. Das Harz versickert schon im Boden. Ich muss es auffangen, solange es noch frisch ist. Das Harz versickert schon im Boden. Ich muss es auffangen, solange es noch frisch ist. Man kann noch immer die Maserung des Holzes sehen. Das Harz versickert schon im Boden. Das Harz versickert schon im Boden. Ich muss es auffangen, solange es noch frisch ist. Ich denke nicht, dass mich das weiterbringt. Es passt nicht in den Eimer. Nö. Das würde nichts bringen. Da kann man den Eimer nicht dranhängen. Wir müssen den Eimer erstmal irgendwo dranhängen. Können wir den an den Baum dranhängen? An die Nase? Aha. Oh, und jetzt schmückst du mich auch noch wie einen Weihnachtsbaum? Ja. Nehmen diese Erniedrigungen denn gar kein Ende? Nein. Und ich muss dir auch noch was sagen, ne? Weihnachten ist ja schon vorbei und es steht ja jetzt quasi schon Neujahr vor der Tür. Das heißt, morgen oder spätestens übermorgen fangen wir an, unsere Weihnachtsbäume rauszuschmeißen, ja? Die Bäume landen dann alle auf der Straße, ja? Und dann kannst du dir so richtig schönes Baumgemetzel angucken. Man kann noch immer die Maserung des Holzes sehen. Was? Wann kann eine Flächen seine Nase dran tun? Was? hab ich schon. Ja, ne? Aber ich wollte ihm vorher noch die Geschichte mit den Weihnachtsbäumen erzählen, damit er extra viel kotzt. Die landen dann alle auf dem Müll. So, was ist jetzt, wenn wir ihm das jetzt geben? Hier, damit hält die Sandmischung besser zusammen. Wirklich? Woher weißt du das? Ich bin Bäckerin. Ich kenne meine Zutaten. Ich würde momentan alles probieren. Hey, Clarence, bring die Ladung hier runter, ja? Es klappt. Ich hoffe, du hast recht. Es hat für mich noch jedes Mal geklappt. Wie oft hast du es probiert? Nie. Shh, es geht los. Hier kommt eine Welle. Ich kann nicht hinsehen. Was habe ich gesagt? Das nenne ich eine Sandburg. Ja! Jetzt kann's losgehen. Jetzt müssen wir diesen Maiden nur noch das Singen beibringen. Warum singen? Was? Wieso singen? Marshall Doon? Diese Muschelmeiden wollen ihre Monsterköder nicht mit mir teilen. Herrje, das ist ja schrecklich. Ich weiß, sie wollen mir keinen einzigen Tropfen abgeben. Nein, ich meine, es ist schrecklich, was für eine Petze du bist. Kein Parfum der Welt kann schlechten Sportsgeist übertünchen, junge Dame. Okay. Ich
ich überlasse sie besser wieder den Vorbereitern. Ja, ja. Diese Maiden opfern sich schließlich nicht von selbst. Ich denke, die einfachste Lösung wäre, einfach in diesen Bottich reinzuspringen, ne? Was sie aber nicht machen möchte, solange die Möwen noch hier sind, logischerweise, ne? Das heißt, wir müssten erstmal einen Weg finden, diese Möwen hier loszuwerden. Diese Möwen scheinen die Fischinnereien wirklich zu mögen. Oder wir kümmern uns erstmal um den Gesang. Wie steht's, Maiden? Nee. Bis später, Maiden. Ciao! Aber es geht ja noch hier lang.